Guten Morgen! Heute möchte ich euch auf anschauliche Weise mal erklären, was freie Radikale und Antioxidantien sind, wie das alles in unserem Körper funktioniert und ja, hoffe, ihr habt ein bisschen Freude daran. Und auch, dass ein Mehr an Antioxidantien nicht ein Mehr an Gesundheit bedeutet und dass sie exogen zugeführt auch nicht das Allheilmittel gegen Krebs und Alterungsprozesse sind. In den zwei großen Studien, die ich euch in den anderen Videos bereits vorgestellt habe, wurde ja auch gezeigt, dass eine Vitamin E-Supplementierung, starkes Antioxidantien, trotz dieser antioxidativen Wirkung nichts am Ausbruch von Krebs zum Beispiel ändert. Aber heute legen wir die Basis, dass ihr beim Thema freie Radikale und Antioxidantien in Zukunft mitreden könnt und ja, auch nicht immer abschalten müsst. Und ich hoffe, ihr schaltet jetzt auch nicht ab. Die Grundlage der Energiegewinnung in unserem Körper, das Video dazu findet ihr oben in der Infobox, die Grundlage ist quasi der Sauerstoff. Mittels Sauerstoff können die Körperzellen Kohlenhydrate und Fette verbrennen. Man nennt diesen Vorgang auch Oxidation. Das ist an sich was Positives. Denn unsere Zellen können die Energie der Nahrung nicht einfach verwerten. Sie müssen in eine nutzbare Form überführt werden. Bei diesen Prozessen entsteht Kohlendioxid und Wasser. Das sind die Abfallprodukte, die wir entweder abatmen, Kohlendioxid, oder ausscheiden, mit dem Urin zum Beispiel. Dieser Prozess der Umwandlung von molekularem Sauerstoff zu Wasser ist die Grundlage aller Energiegewinnung bei aeroben Organismen. Was aerob bedeutet im Zusammenhang mit der Energiegewinnung, auch das könnt ihr oben in diesem Video, was ich euch verlinkt habe, noch euch mal in Ruhe anschauen. Aber das Video da oben, das ist schon etwas anspruchsvoller. Da heute mal wirklich nochmal von ganz unten nochmal angefangen. Also alles Stoffliche ist aus Atomen zusammengesetzt. Ein Atom besteht aus einem Atomkern, der von Elektronen umkreist wird. Wenn mehrere Atome sich zu Gruppen zusammenfinden, spricht man von einem Molekül. Stellt euch ein Atom wie unser Sonnensystem vor. Dabei ist der Atomkern in der Mitte, die Sonne, und darum kreisen Planeten, die Elektronen, auf verschiedenen Bahnen. Auf der Umlaufbahn, die der Sonne am nächsten, also dem Atomkern am nächsten ist, kreisen immer 2 Elektronen und auf jeder weiteren Bahn 8 Elektronen. Diese Atome streben immer danach, dass alle Bahnen komplett besetzt sind, also 8 oder halt 2 in der ersten. Wenn sie sich dann zu Molekülen zusammenfügen, dann ist es oft immer genau das die Motivation, dass immer 8 Elektronen auf der Außenbahn sind. Wenn die Umlaufbahn eines Moleküls dann komplett besetzt ist, dann spricht man von einem stabilen Molekül. Es ist zufrieden und geht niemandem auf den Sack, weil es eben keine Bindung eingehen will. Wenn die äußere Umlaufbahn oder bei Atomen sprechen wir von Schalen nicht besetzt ist oder ja, nicht komplett besetzt ist, dann sucht das Molekül oder das Atom eine Verbindung mit anderen Atomen oder Molekülen, sodass es irgendwann sich auch wieder beruhigt zurücklegen kann. Kommen wir jetzt nun zum Sauerstoff. Das hat auf seiner äußersten Schale nur 6 Elektronen. Es braucht also, um stabil zu sein, auch noch 2 weitere Elektronen und ist auf der Suche nach einem Partner. Ne? Er ist eben nicht zufrieden. Das Tolle am Sauerstoff ist, dass er quasi homosexuell ist. Denn mit einem weiteren Atom seiner eigenen Art kann es eine relativ stabile Bindung eingehen, sodass die äußere Schicht des Moleküls dann komplett ist, ne? Und die trägt den Namen O2 und hat dann volle 8 Elektronen. Auch denkbar ist eine heterosexuelle Beziehung zu einem Kohlenstoffatom zum Beispiel, wo sich dann das Molekül Kohlenmonoxid bildet. Oder eben ein flotter Dreier mit 2 Wasserstoffatom, wovon sich das Sauerstoffatom je ein Elektron holt und dann als stabiles Wassermolekül sein Dasein zu fristen. Das nennt man dann H2O. Diese Verbindungen sind dann erstmal alle relativ stabil, bis durch Einwirkung von Hitze oder von Strahlung oder sagen wir mal generell durch Energie dieses Molekül wieder zerlegt oder umgewandelt wird. Das ist die Basis. Ich hoffe, das haben alle verstanden. So, kehren wir jetzt zur Energiegewinnung im menschlichen Stoffwechsel zurück. Molekularer Sauerstoff mit 2 gepaarten Elektronen ist relativ reaktionsträge und auch ungefährlich. Aber damit er während des Stoffwechsels seine Aufgabe als Verbrennungsmedium Oxidation erfüllen kann, nimmt er 2 oder 4 Elektronen auf. Damit die auf diese Weise gewonnene Energie nicht schlagartig verpufft, weil das Molekül, wie wir ja nun wissen, ja nicht mehr stabil ist, tragen von den Mitochondrien gebildete Enzyme portionsweise diese Energie, die da gebildet wird, in den Organismus ab, bis alles wieder stabil geworden ist und ja, die Abfallprodukte dann quasi ausgeschieden werden. Das wäre jetzt der Idealfall, aber es läuft nicht immer ganz so reibungslos ab. Denn wenn wir zu viel Sauerstoff aufgenommen haben,
können diese instabilen Moleküle mit 2 oder 4 Elektronen auf der Außenbahn nicht verarbeitet werden. Man spricht von Zahlen von 5 bis 10% und diese bezeichnet man dann eben als freie Radikale. Was also nichts anderes ist als instabile Sauerstoffmoleküle, die wir in unserem Körper nicht mehr verarbeiten können. Und während das Ausgangsprodukt, das gepaarte Sauerstoffmolekül, reaktionsträge ist, ist das im Rahmen der Energiegewinnung entstandene Sauerstoffmolekül hochgradig reaktionsfreudig und sucht zwanghaft nach einer Beziehung. Dabei ist es egal, ob es sich eine homosexuelle, eine heterosexuelle oder einen flotten Dreier handelt. Auch Orgien sind für dieses instabile Sauerstoffatom absolut kein Problem. Innerhalb von Sekundenbruchteilen prallen diese instabilen Sauerstoffpartikel auf das umliegende Gewebe und sind dabei so energiegeladen, dass dabei sogar messbare Lichtblitze entstehen. Durch dieses Feuerwerk werden dann chemische Prozesse durcheinander gebracht und die Wissenschaftler sind sich einig, dass diese freien Radikale für die Mehrzahl der Krankheiten eine gewichtige Rolle spielt, entweder katalysierend oder auch auslösend. Denn so extrem reaktionsfreudig wie sie sind, verbinden sie sich mit allem, was irgendwie bei Treinig auf den Bäumen ist. Das Problem dabei ist, dass sie nicht nur das direkt befallene Gewebe verletzen, indem sie diesem Elektron abjagen, sondern dass dieses dann nach der Vergewaltigung durch das instabile Sauerstoffmolekül, also dem freien Radikal, ihrerseits nach seelischen Ausgleich dürsten und so eine chemische Kettenreaktion die Folge ist, die quasi im schlimmsten Falle wie beim Krebs oder ist eigentlich der schlimmste Fall der Krebs, den ganzen Körper zerfrisst. Diese Zusammenhänge werden dann auch oft als oxidativer Stress bezeichnet. Und was braucht es dann, um diese triebgesteuerten Radikale zu fangen? Genau, die Polizei. Und das sind dann die Radikalfänger, wie die Antioxidantien. Diese stellen sich dann freiwillig für eine Verschmelzung mit dem Radikalen zur Verfügung und lassen die Radikale dann aber nach der Verschmelzung nicht mehr los und neutralisieren diese somit. Einer dieser Radikalfänger ist zum Beispiel das Vitamin C. Aber die Natur wäre nicht die Natur, wenn die freien Radikale nicht auch positive Eigenschaften hätten. Denn die freien Radikale werden manchmal sogar vom Körper bewusst gebildet, um Krankheiten abzuwehren. Wenn das Immunsystem im Körper Feinde entdeckt, so wie zum Beispiel jetzt Bakterien oder Viren, dann sendet der Körper nämlich eine Armee an Vergewaltigern, also an freien Radikalen aus und die vergehen sich dann an den Viren und Bakterien. Und ein einzig aktiviertes weißes Blutkörperchen vermag in einer Sekunde bis zu 1 Million freier Radikale auszustoßen. Wenn aber nun zeitgleich viele Antioxidantien eingenommen werden, dann hemmt man damit den körpereigenen Abwehreffekt. Zumindest könnte man ihn hemmen. Ist auch noch nicht alles gesichert an Wissen. Und torpediert die eigengenerierte Armee an freien Radikalen, die nun auch von den Antioxidantien gebunden werden möchte. Die gute Mitte ist somit entscheidend. Die goldene Mitte, wie sollte es auch anders sein? Und da ist die Wissenschaft derzeit noch in der Steinzeit. Und es gibt keine wirklich guten gesicherten Erkenntnisse dazu, wie viel Antioxidantien und wann man die vor allem einnehmen sollte. Der klägliche, und das muss man wirklich so bezeichnen, klägliche Versuch einfach mit einer willkürlichen Vitamin E Supplementierung den Ausbruch von Krankheiten zu verhindern, spricht also insbesondere von Krebs, spricht da diesbezüglich wieder einmal Bände und ist einmal mehr der Beweis dafür, dass man den Menschen ganzheitlich betrachten sollte und nicht induktiv vorgehen sollte. Auch wenn die Mediziner das nicht wahrhaben wollen, aber die Medizin steckt einfach noch in den Kinderschuhen, was die biochemischen Prozesse im Kontext einer allgemeinen, einer ganzheitlichen Gesundheit angeht. Aber jede Gesellschaft dachte in ihrer Zeit immer wieder, wie fortgeschritten und wie weit sie doch sei. Aber wirklich ganzheitlich, wenn man das wirklich ganzheitlich denkt und fühlt, erkennt man relativ schnell, dass man von dem Verständnis für die Vorgänge im Körper noch extrem weit entfernt ist, also für das realistische Verständnis. Da der Appell an alle, wenn ihr euch weiterbilden wollt, führt Experimente am eigenen Körper durch, die ganzheitlich motiviert sind. Studiert ruhig auch ältere Literatur, die auf deduktive Ansätze verweist und lasst euch nicht durch diese ganze
strotzende Arroganz der angeblich so fortschrittlichen Medizin täuschen. Natürlich erkennen wir immer mehr und bei kleineren Sachen wie bei einem Knochenbruch oder bei Organtransplantation, da sind wir schon groß im Geschäft, da können wir Stück für Stück auch den Erfolg ablesen. Ne? Aber bei ganzheitlich systematisch bedingten Krankheiten wie Krebs oder diversen Autoimmunerkrankungen, da fehlt uns noch das komplette Verständnis dafür, wie der Körper eigentlich funktioniert. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen und angenehmen Sonntag und ich hoffe, ihr konntet halbwegs alle folgen und dass euch das gefallen hat, dass ich das vielleicht ein bisschen anschaulicher dargeboten habe. Wenn nicht, dann sagt mir das in den Kommentaren und dann nehme ich das als Kritik auf. Ansonsten schönen Sonntag, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.